Pearl. Schon sind es 28, 30. Sehr gut. Also damit haben wir jetzt bald genug, um überall die Elevator aufzustellen und Tesseract zu bauen und all so eine anderen schönen Sachen. Was machen wir jetzt? Wir zerlegen dich zu Gold. Wir holen noch mehr Gold raus. Wir könnten theoretisch noch einen Spawner bauen für noch einen. Au. Mir fällt gerade ein, ich hätte vielleicht einen Schalter ansetzen sollen oder sowas. Das könnte interessant werden, wenn ich daran wieder rumbasteln muss. Aber ich darf einfach keinen angucken. Weil theoretisch bräuchten wir noch ein paar andere Mobs, die da spawnen. Obwohl, was genau? Also ich hätte gerne noch einen Blaze-Spawner. Problem mit den Blazes allerdings ist, die fliegen. Da ist es vollkommen egal, ob da jetzt Fließbänder sind oder nicht. Außer sie landen auf dem Fließband. Aber es wird generell schwierig, sie dahin zu bringen, wo sie hin sollen. Dafür hätte ich dann eigentlich lieber einen kleinen Raum wieder unten. Wobei der ein bisschen breiter sein müsste, weil die können, glaube ich, in einem Radius von 5x5 oder sogar 7x7 spawnen. Also da braucht man echt ein bisschen mehr Platz. Wither-Skelette müsste man testen. Das könnte man oben rauf pappen. Auf den jetzigen Spawner einfach noch einen Spawner rauf. Und dann gucken, ob wir die Wither-Schädel bekommen. Aber die sind nicht so super wichtig gerade. Das Wichtigste waren echt nur die Enderperlen. Also du rein, du rein. Du auch erstmal rein. So, so, so. Okay, also Enderperlen kommen. Das war das eine Projekt hier oben. Was haben wir jetzt noch alles auf der Liste? Also, wie schaut es mit der Lava aus? Lava ist runter auf 970 von 1000 nach 10 Folgen oder so. Also es scheint stabil genug zu sein. Obwohl noch nicht... Oh, stopp, 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 stopp. Chatback. Chatback. Ich vergesse gerne Sachen, aber das sollte ich nicht vergessen. Du, da, du. So. Okay. Jetzt gucken. Ob das da hinten alles schon angeschlossen ist. Also ja, Strom können wir immer mehr haben, aber ich will erstmal gucken, ob ich die Crucibles alle so in Betrieb habe, dass es funktioniert. Ja, okay. Das hier oben ist auch okay. Gut. Wände bin ich nicht motiviert zu. Chips schauen okay aus. Ja, hält sich eigentlich. Ich baue nochmal einen ME-Drive. Oder habe ich davon noch welche? Nö. Drive. ME-Drive. Zing. Einfach nur mal so dich dahin. Und eigentlich hätte ich denke noch gerne ein paar 4K-Chips. Genau die da. Da werden wir aber wieder zu viele Ressourcen brauchen. Wenn wir vorhin schon Probleme hatten, einen Exporter zu bauen, weil Redstone fehlt, dann ist das eine Sache, die ich erst später machen sollte. Es wird auch noch eine ganze Weile dauern, bis wieder Redstone im ME-System ankommt. Also ankommen ist falsch. Es kommt im ME-System an. Es wird aber gleich weitergeleitet. Nämlich hierhin und dann hierhin. Das heißt, erst wenn das hier voll ist und das hier voll ist, kommt wieder was zur freien Verfügung ins ME-System. Also müssten wir uns jetzt um etwas kümmern, was kein Redstone braucht. Bienen stehen noch auf dem Programm. Dafür müssten wir gucken, ob das hier oben so funktioniert, wie es funktionieren soll. Es scheint schon mal nicht genug Samen zu sein von den Turnips da zu sein. Sonst wären ja alle Felder voll. Okay. Gib mir ein ME-Terminal. Wir haben 11 Buckets, schon mal ein bisschen mehr. Turnip, da können wir dich zu Samen zerlegen. Jupp. Schmeiß rein. Wird abgesaugt. Hoch. Sehr gut. Du weg. Du weg. Du weg. So. Ein Turnip-Seed. Oh, warte, du wirst aber noch nicht hier exportiert in die Dinger hier, oder? Lass mal kurz hier rein. Nee, die haben keinen automatischen... Ah, hier war das Ding. Squeezer. Ja, du exportierst nur Samen. Das sollten wir erstmal ausmachen, sonst haben wir später keine Samen mehr, weil keine neuen produziert werden.
Will ich Turnip Seeds jetzt schon exportieren? Ja, warum nicht? Im Notfall können wir das eh jederzeit aus Dirt rausziften. So. Machst gar nichts. Jetzt sag mir nicht, ich habe das ganze Setup gemacht und das funktioniert nicht. Gib mir ein paar Turnip Seeds. Was zur Hölle? Mehr. Da ist irgendwas nicht richtig. Ne, Turnips funktionieren gar nicht. Das, oder? Okay. Hätte ich vielleicht vorher checken sollen, was funktioniert und was nicht. Das heißt, wir nehmen jetzt so schöne Samenkiste und suchen was anderes raus. Ah, ist ja ärgerlich. Spruce, Zucchini. Von welchem Mod ist das? Hunger Overhaul. Also ich denke mal, alles von Hunger Overhaul klappt nicht. Da, Bamboo Harvest Craft. Das können wir zwar benutzen. Ziemlich das Einzige. Bambus Shot. Na, mal gucken. Achso, erstmal brauche ich wieder Bomil. Du, da, so, gib mir. Muss ich schneller sein als die Maschine? Das sollte kein Problem sein. Ding, ding, ding. Ding, 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 so. Bambus. Und ich kann die nicht zerlegen. Wollt ihr mich alle veräppeln? Warum kann ich dich nicht zerlegen zu deinen Samen? Wie soll das funktionieren? Ja, ich krieg einen Samen, wenn ich das Ding wieder abbaue. So, Test. Wir hatten vier Samen. Komm, nicht ganz klicken. Genau. So. Komm, keine neuen Samen. Ja. Ah, okay, es wird immer von der Maschine auch abgebaut. Und wenn ich die zerlege, kriege ich dann wieder vier? Ah, nee. Okay. Ich krieg mehr Samen raus, als ich reinstecke. Aber nur, wenn ich die von Hand abbaue, also links klicke, kaputt mache. Nicht, wenn ich sie rechts klicke, wie die Maschine das hier macht. Wenn ich das richtig sehe. So. Das behalten wir im Auge. Also. Ich habe jetzt alle meine Bambuschott-Samen hier reingepackt. Und dann gucken wir mal, ob später Bambuschott-Samen im MI-System auftauchen. Wenn denn nicht schon welche sind. Babu, nein, Bambus, da sind zwei Stück davon. Okay, noch eine Sache, wo ihr mir helfen könnt. Also einmal dieses Graveyard-Soil, ob das das Richtige ist zum Spawn erweitern. Ist da eine Spinne auf. Oh. Du, nicht cool. So. Also haben wir das Graveyard-Soil, ob das das Richtige ist zum Monster-Spawnen und welche Arten von Samen ich jetzt benutzen kann, um mehr Seed-Oil zu bekommen. Ja? Also ich habe das ja am Anfang ein wenig verunglimpft, dass das so viel mehr Seed-Oil bringt und so weiter. Aber wir haben jetzt nach 50 Folgen oder so, wo die Farm jetzt schon läuft, 11 Packets zusammenbekommen. Das ist einfach zu wenig. Also ja, ich könnte noch mehr Farmen bauen, aber das weiß ich ja nicht. Geht's euch gut, Jungs? Ja. Also sollte eigentlich mit ein, zwei Farmen nach 50 Folgen mehr zusammenkommen als, ne, so eine Handvoll Buckets. Also gerne die beste Möglichkeit, wie man Seed Oil bekommt. Mit normalen Samen hier. Ich denke, die könnten das sein. Da müssten wir eventuell ein anderes Setup benutzen. Wir müssen ja nicht mit dem Harvester arbeiten. Es gibt ja noch andere Maschinen, die was Ähnliches machen. Zum Beispiel. Warte, es gab diese Ein-Block-Farm. Also einfach nur ein Dirt. Ein Item-Placer. Also ein Rechtsklicker. Die Dinger, die wir auch bei den Rüttlern benutzen. Ein Autonomous Activator, der macht halt einen Rechtsklick auf das Dirtfeld.
Dann ist da irgendwo noch ein Autonomous Activator, macht einen Rechtsklick mit einer Hacke auf das Feld, dass das immer bestellt ist. Und dann ein anderer, der Bonemeal raufschmeißt. Und dann theoretisch noch einer, der das Ganze dann abbaut. Das wären dann vier. Damit sind die Seiten irgendwie ausgelastet, ne? Nee, stimmt, obendrauf könnte noch einer. Und obendrauf kommt dann der Vakuumhopper. Das Ding wird tierisch schnell Ressourcen verbraten. Vor allem Bonemeal. Ja. Aber das müsste eine schnelle Möglichkeit sein, an Samen ranzukommen. Wobei halt kostenintensiv durch Bonemeal. Aber mal ehrlich, wie viel Bonemeal haben wir? Wir haben 6000 Knochen oder so. Okay, 2000 Knochen. Trotzdem, davon haben wir eigentlich erstmal genug. Das wäre halt noch eine Möglichkeit, das da zu testen. Aber ich warte erstmal auf eure Kommentare da. Also, Graveyard Soil, Samen für die Farm. Was könnte ich jetzt noch Schönes machen? Ich könnte... Oh, nicht sterben. Nicht sterben ist cool. Das ist ja noch einer von euch. Ja, ich könnte mal die ganzen Zwischenebene weiterbauen, damit hier nichts spawnt. Aber das ist echt so eine doofe Arbeit. Aber anscheinend eine, die gemacht werden müsste demnächst. Oh. Da ist ja noch einer von euch. Ich sollte öfters auf die Minimap gucken. Ich glaube, oben drauf ist noch ein Skelett. Komme ich hier irgendwo wieder raus? Hier. Skelett? Er ist unten drunter. Da bist du. Neben dem Holzfass voll flüssigem Eisen. Weg mit ihr. Oh. Was ist denn hier los? Flup. Wir haben Strommangel? Oh, wegen dem Spawner und den Grindern vielleicht. Okay, ich habe was zu tun. Ich brauche Dynamos. So, und die da. Und die da eventuell auch. Ich glaube, das war schon. Achso, und Exporter. Fluid Exporter. Das könnte jetzt teuer werden. Exp. Du. Zack. Wir haben keine goldenen Chips, ernsthaft? Okay, ich kann jetzt einen neuen... Und ich brauche einen Lava-Bucket. Ich kann jetzt einen neuen Dynamo anschließen. Das wird jetzt nicht so doll reißen. Okay. Also noch eine Sache für die... Oh, Mini-Herz. Noch eine Sache, die wir in den nächsten Folgen weiter ausbauen müssen. Unbedingt mehr Dynamos. Haben wir schon irgendwo was vorbereitet? Nö. Das ist doof. Doof. Du, Bucket, du, Dynamo, fertig. Und die restlichen Dynamos sollte ich auch nicht setzen, weil sonst kann ich später nicht die Exporter hinbappen. Guck mal kurz weg. Das war falsch. Ah, die kann ich nicht so ab. Okay, guck wieder hin. Das ist egal. Du. Basic Exporter da. Geh. So. Ich brauche jetzt noch eine Verbindung von den Kabeln hier. Nach da. So. So. Es geht einfach viel schneller. Ich habe zwar Bedenken, dass eventuell zu viel Lava dann hier zirkuliert und nicht mehr im ME-System ankommt, aber dann bauen wir einfach mehr Crucibles. Mehr hilft immer. Also, du kannst hier weg. Wir haben hinten das Kabel rum. Das heißt, hier kann der... Warte, wir können sie auch direkt draufsetzen. Das sieht ja noch cooler aus. Okay. Du. Da. So. Flup. Was? Immer wieder das Kabel hier hinten. Du, da. Ja, die müssen alle einen runter. Na gut. Wenn wir schon alles verhackstückeln, dann richtig. So, und jetzt einfach hier Dynamos rauf. Ganze schöne Reihe lang. Oh, nicht irgendwo runterfliegen. Und Stromversorgung drauf. Und ihr seht jetzt schon das erste Problem.
Die kriegen nicht instant ihre Lava. Warum ist hier so ein komischer Knubbel? Du musst weg. So. Ja, also ja, sie kriegen nicht instant ihre Lava, aber eigentlich müsste das demnächst... Das klappt absolut nicht. Ich habe mich richtig geschämt dafür, dass ich jetzt stur mein ME-System weitermachen wollte. Weil in den Kommentaren stand doch immer, das ist doch viel einfacher, wenn du es einfach nur mit den Fluiducts machst und so weiter. Aber ich wollte stur mein Ding durchziehen. Obwohl ich eigentlich vermeintlich wusste, dass das Fluiduct-System besser funktioniert. Und jetzt funktioniert es nicht besser. Jetzt kriegen sie gerade wieder Lava. Okay, das werden wir uns... Ja, wieder weg. Das ist nicht gut. Das ist absolut nicht gut. Also das... Nächste Folge, Geologie in der Zukunft. Achte unbedingt darauf, wie das hier ist. Denn ja, es ist wesentlich ressourcensparender. Mit den Fluiducts, aber irgendwie kommt nicht genug Lava rein. Und das sieht komisch aus. Aber ja, das gucken wir uns gleich weiter an.